Ja, hallo Freunde der Spiegelton, willkommen bei Surrendering Village. Das Spiel, was in 4 Tagen im Early Access starten wird und uns eine Siedlung bauen lässt auf einem riesigen Dinosaurierartigen Wesen. Konzeptionell sehr coole Sache, habe ich die Tage schon mal angespielt ein bisschen und heute darf ich euch das schon präsentieren. Wir starten einfach mal direkt ein neues Spiel, wo es zurzeit halt auch 3 Schwierigkeitsgrade gibt. Das Spiel startet übrigens im Early Access. Wir werden die Neulingssiedlung machen, einfach mal zum Zeigen für ein Stündchen und den Spielstand einfach mal nennen, angespielt. So, ich bin übrigens, entschuldige mich direkt, ich bin stimmlich immer noch nicht so 100% fit. Driven from our homes by the toxic spores, we kept wandering. Aber ich versuche so wenig zu husten wie möglich. But not in our wildest dreams did we imagine what we would find. So, hallo, ich bin der Dorfältest und verantwortlich für die guten Leute hier. Wir, die Niumana, sind weit gereist und haben im Laufe der Jahre viele harte Zeiten überstehen müssen. Aber jetzt sind wir auf einen Onbu, ein legendäres Wesen, das schon vor Jahrhunderten als ausgestorben galt, gestoßen. Das muss Schicksal gewesen sein. Er hat wohl sehr lange hier im Boden geschlafen. Vielleicht ist es jetzt erwacht, da es Gift immer tiefer in die Erde versickert. Übrigens sieht der Dorfälteste aus, genauso wie aus einem meiner Lieblings-Anime-Filme. In Shiros, nicht in Shiros Reise ins Wunderland, sondern Nausicaa im Tal der Winde. Selbst die Maske ist dem nachempfunden. Ich denke, das ist kein Zufall. Ich finde auch, dass das Spiel relativ von der Geschichte her relativ viele Ähnlichkeiten hat, weil Nausicaa der Tal der Winde ist ja auch das Giftmeer auf dem Weg, die Menschen zu töten auf dem ganzen Planeten. Und dementsprechend versuchen die halt, sag ich mal, das Ausbreiten eines Giftwaldes zu reduzieren und zu verhindern in diesem Anime. Das Samen-Ding scheint völlig erschöpft zu sein. Es hat sich wieder hingelegt und ist eingeschlafen. Ich habe mal gelesen, dass Onbu ihre Nährstoffe aus dem Boden ziehen. Ich frage mich, ob es hier draußen überleben kann. Sieht so aus, als müssten wir uns von nun an gegenseitig umeinander kümmern. Meine Erfahrung hat uns bis hierher geführt. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass du meinen Platz übernimmst und unser Volk an einen besseren Ort führst. Um den Übergang zu erleichtern, könnte ich dir etwas von dem beibringen, was ich gelernt habe. Ich werde dann dein Tutor. Ja, da gibt es nicht das Notizbuch an der Seite. Wir pausieren erstmal. Wir sehen links um unsere Ressourcen. Keine Sorge, es erweitert sich mit der Zeit. Wir sind hier auf dem riesigen Omnu. Es gibt Forschung, einen relativ umfangreichen Forschungsbaum. Naja, halt immer so eine Frage, was ist umfangreich, was ist nicht umfangreich. Aber man hat auf jeden Fall ein bisschen was zu tun mit Sachen, was übrigens auch schon angeteasert wurde. Wir müssen uns um den Onbu selbst auch kümmern und können ihn irgendwann sogar kontrollieren und entscheiden, was er so als nächstes tut, ob er rennt, ob er geht, ob er in eine gewisse Richtung läuft auf der Weltkarte. Wir haben eine Bevölkerung, wo übrigens alle Leute auch eigene Namen haben. Da gibt es eine Twitch-Integration, dass die nach Zuschauern benannt werden. Die haben auch so ein bisschen Bedürfnisse, so ein paar, aber nicht so super mega deep komplex. Wir haben eine Temperatur, wir haben eine Luftfeuchtigkeit, wir haben eine Gifteinwirkung. Also es gibt Gebiete mit einer hohen Giftstufe und einer niedrigen Giftstufe. Luftfeuchtigkeit ist zum Beispiel beim Anbau von Ressourcen wichtig. Und die Temperatur übrigens auch beim Anbau von Nahrungsmitteln. So, wenn wir rauszoomen, kriegen wir wirklich so eine Übersichtskarte vom gesamten Onbu. Wenn wir noch weiter rauszoomen, sehen wir die Karte, wo wir halt langlaufen. Irgendwann wacht er auf und läuft diesen Weg hier lang. Dann gibt es Abzweigungen. Überall gibt es so kleine Gebiete, die können wir mit Kundschaftern ausspähen, wodurch wir Forschung finden können. Wir können aber auch Leute finden dadurch, die unserer Siedlung dazustoßen. Weil der Onbu ist letztendlich ja so gesehen Heimat und gibt uns eine Möglichkeit, in einer vergifteten Welt besser zu leben, als wir es bis jetzt konnten. So, hier unten links sehen wir übrigens, dass Onbu schläft. Hier rechts unten, wo ich gerade bin, da werden später Befehle sein,
um den Onboard zu steuern. Aber das ist noch ein weiter Weg, sag ich mal. Das Ganze ist halt so eine Mischung aus 3D- und 2D-Elementen. Und unsere Figürchen sind halt auch so zweidimensional gezeichnet. Muss man sich dran gewöhnen. Ich fand es am Anfang, das sieht ein bisschen doof aus. Aber jetzt finde ich das eigentlich ganz okay. So, da ist übrigens das Notizbuch des Dorfältesten. Da sind alle Informationen drin, was wir so rausfinden. Hier sind auch schon mal ganz viele Ressourcen drin, die später kommen werden. Zum Beispiel ein Onbo-Abführmittel, damit er kacken kann. Dass er häufiger Stuhlgang hat, aber mehr Energie verbraucht. Hopp. So, Spiel ist pausiert, können wir aber auch vierfach beschleunigen. So, und wir brauchen jetzt erstmal ein paar Zelte, um die Herrschaften ein Zuhause zu geben. Die Zelte schon gebaut, wobei ich nicht weiß, warum die nur 5 wollen, weil eigentlich brauchst du 16 Betten am Anfang. Vielleicht noch ein Fehler. So, sammel mindestens 10 Holz und, ach nee, jetzt sagt er mir nämlich, dass ich 2 Zelte mehr bauen soll, hätte man ja auch vorher machen können. Achso, weil mir die Ressourcen sowieso fehlen. Ich brauche nämlich noch Holz. Am Anfang können wir Ressourcen nutzen, die auf dem Onbu sind. Wie zum Beispiel, hier wachsen ja auch ein paar Bäumchen. Es gibt ein bisschen Stein, was man aufpassen sollte. Das sind Onbu-Stacheln. Die kann man auch ernten, um Stein zu bekommen. Aber die senken das Vertrauen zum Onbu, während die Steine, die hier rumliegen, halt direkt geerntet werden können. Ja, wir holen uns jetzt erstmal das Holz. Animationen sind schon sehr süß. Dann müssen wir den Bereich eh so ein bisschen räumen, weil wir in dem Bereich ja später Landwirtschaft betreiben werden. So, platziere einen Bärensammler. Nicht Arbeiterposten, dann müssen wir hier unten gucken. Nahrung, Bärensammler. Müssen wir schauen, dass wir irgendwie das zu den Bären so hinkriegen, dass das eine sehr hohe Effizienz hat. Wie zum Beispiel hier, dann wird zwar ein Bärenbusch jetzt platt gemacht. Und wir können diese Aufgabe priorisieren. Was wir nebenbei mit den anderen schon machen können, ist hier ein bisschen Stein einsammeln. Da es ja hier schon eine Wohnqualität von 1 gibt, könnt ihr euch vorstellen, dass es später natürlich bessere Hütten gibt. Wobei angezeigt wird, warum das Leute untätig sind, einfach neue Arbeiten verteilen. So, Bauernhof kann man übrigens sehen, in welchem Bereich der arbeiten kann. In diesen Pünktchen. Man braucht aber nicht den gesamten Bereich. Also ich habe schon so ein bisschen rausgefunden, dass ein voller Bauernhof so circa 20 Felder bewirten kann. Es kommt aber auch ein bisschen darauf an, welche Feldfrucht angepflanzt wird. Wenn das eine Feldfrucht ist, die relativ schnell nachwächst, braucht man ein bisschen länger.
braucht man ein bisschen weniger Felder. Wenn es eine Feldfrucht ist, die länger wächst, also länger braucht, um reif zu werden, kann man mehr Felder bewirten. Da muss sich jeder mal so ein bisschen selbst rantasten. Felder können nur auf grünen Bereichen errichtet werden. Deshalb setze ich jetzt immer eben hier an den Rand dran, weil ich brauche ja eh nicht den gesamten Platz. So, hier können wir die beiden Bäumchen auch noch abernten. Auf dem grünen Bereich wachsen eh mal wieder neue Bäume nach. Das sehen wir nämlich hier. Hier sind überall keine Setzlinge. Da fehlt mir eigentlich noch hier die Möglichkeit, dass ich... ach doch, hier nur ausgewachsene Objekte abernten. Gibt's ja doch. So, weise deinem Bauernhof Felder zu. Setze die Anzahl Arbeiter in deinem Bauernhof auf mindestens 3. Am Anfang können wir Rüben anbauen. Und sehen hier übrigens, dass die Temperatur zurzeit nicht so gut ist. Die ist halt kalt, wir bräuchten ein bisschen wärmer. Es gibt später auch Kompost, mit dessen Hilfe wir halt ein bisschen schneller ernten können. Und wir können auch festlegen, ob wir nur ernten oder ob wir Ernte aussetzen. Oder ob wir gerade nur anbauen. Ja, Ernte aussetzen ist genau das, was ich sagen wollte. So, kein Feld zugewiesen. So, hier können wir übrigens Felder hinzufügen. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, 20 schafft der so. Setzt mal so außen rum. Wir werden dann sehen, wie viele. Also lieber ein paar offen haben, als zu wenig gesetzt zu haben. So. Aber um die Felder zu bewirten, brauchen wir Luftbrunnen. Die holen automatisch Wasser aus der Luft. Also mit einem Biom mit höherer Feuchtigkeit können die natürlich mehr Luftfeuchtigkeit sammeln, um dieses Wasser dann zu verwenden. Wir brauchen so ungefähr 2 für die eine. Mit 2 kommst du sogar besser klar. Beziehungsweise das reicht vollkommen. So. Unser Gefährt wacht auf. Und läuft einfach mal los. Das Schöne ist übrigens auch, dass du wirklich selbst hier in diesem Bereich genau sehen kannst, was da auf dem Omno gerade abgeht. Und jetzt kommen die wichtigen Sachen. Nämlich jetzt kommt die Lagerung von Sachen. Materiallager lagert so alles querbeet. Bis zu einer Menge von 30. Der Wassertank ist natürlich für die Einlagerung vom Wasser aus den Luftfiltern. Und das Silo ist für das Einlagern von Lebensmitteln. Die Rüben werden angepflanzt. Wir können natürlich die Lagermenge erhöhen, wenn wir weitere Lager bauen. Ne? Es ist halt 50 in dem Lager, baust ein zweites, kannst du 100 einlagern und so weiter und so fort. Halt total klassisch. Können sehen, wie der Onbu hier langläuft. Und hinten ist eine Gruppe von Nomaden, die werden wir nachher aufnehmen. Auch ein Forschungsgebäude. Ermöglicht das Erforschen von neuer Technologie und Gebäuden. Guck mal, ich habe sogar richtig getippt. Bei Rüben sind circa 20 Felder, die bewirken können.
der Hund war. So. Wieder eine nächste Forschung. Da ist übrigens so ein Sternchen dran für eine Priorisierung, was wichtiger ist. Die Küche ist erstmal wichtig, weil wir können dann nämlich die Nahrungsmittel verbessern. Können dann halt Suppen kochen oder ja, Rübenauflauf oder Müslis herstellen. Und Forschung läuft einfach über Zeit. Also die Forscher fangen an zu forschen. Ich habe eine gute Idee, wir können ja Müsli machen, anstatt Rüben einfach rot zu essen. Der andere sagt, ja, tolle Idee, sollten wir mal verfolgen. Erzählen wir den Boss davon, weil dann kann der am Ende sagen, der hat das erfunden. Und ist der große Held. So, jetzt kommt übrigens eins der wenigen wirklichen Management-Geschichten, sag ich. Und zwar nämlich der Arbeiterposten, wo wir bestimmen können, ob Leute, sag ich mal, als Bauarbeiter arbeiten, als Alleskönner oder als Transporter. Weil das ist auch so eine Sache, wir sehen ja inzwischen, es gibt zwar schon Jobs, also es gibt Angestellte, die untätig sind, es gibt Arbeitslose, die untätig sind. Und hier unten sehen wir eigentlich die Einteilung, die es zurzeit gibt. Alleskönner, Transporter, Bauarbeiter oder Ernter. Ob es da eine Spezialisierung gibt, ich glaube nicht. Also jeder kann alles lernen. Wenn später die Bedürfnisse hier größer werden von den Leuten, kann sein. Ich habe es ein bisschen angespielt, gab es schon, habe so 2-3 Stündchen gespielt. Da sind übrigens die Forscher, die sehen auch ein bisschen anders aus. Haben sich wahrscheinlich angeguckt, wie Rüben aussehen, um festzustellen, ja, das kann man auch zerkleinern. Ist eine schöne Nummer. So, stellst du um auf Transporter. Das sind nämlich 2 Leute, die definitiv Waren immer wieder vom Feld zum Beispiel ins Lager bringen oder halt Wasser von den Luftbrunnen ins Lager bringen. Ansonsten wäre es nämlich so, wenn Leute nicht untätig sind, hättest du niemanden, der das macht. Also das ist so eine kleine Absicherung, dass auch gewisse Bereiche im Transportwesen oder im Bauwesen definitiv bedient werden mit ein paar Leuten. Ihr habt übrigens natürlich hier unten auch schon gesehen, dass es sowas wie einen Trampelpfad gibt. Auf den können sich die Bürger schneller bewegen. Dauert aber eine gewisse Zeit, die müssen halt gebaut werden, aber ich glaube, die kosten nichts. Sind for free. Aber noch ein Arbeiterposten für den Auftrag. Also eine Entscheidung, ob wir Nomaden aufnehmen. Eine kleine Gruppe bestätigen wir, nehmen die auf. Plus 2 weitere gesunde Menschen. Gesund steht dran, weil wir sind ja in einer vergifteten Welt, was bedeutet, du kannst auch Leute treffen, die krank sind. Und du musst dann diese kranken Leute erstmal heilen, bevor sie überhaupt Arbeit aufnehmen können in deiner Siedlung. Ganz gut ist übrigens eigentlich auch hier diese Nahrungsübersicht, die mir anzeigt, okay, wir haben 71 rohe Nahrung, wir verbrauchen so 34 und produzieren so 41 circa, wodurch wir einen Positivwert von plus 7 haben, plus 10, plus 8. Also wir produzieren mehr Nahrung, als wir verbrauchen. So, hier ist übrigens der Dorfarzt, der ist auch wichtig, von wegen der Sache, die ich gerade erklärt habe. Und hier können wir jetzt 3 Alleskönner einsetzen. Dann sind nämlich die Standardmission schon mal geschafft. Jetzt kommen wir schon in der Verbesserung von Ressourcen. Der Zimmermann und der Steinmetz sind Hütten, die unsere Ressourcen verbessern. Zimmermann macht natürlich aus seinen Holzstümpfen Bretter. Und der Steinmetz macht aus seinen einfachen Steinen natürlich das andere Zeug. So, worauf ich noch nicht eingegangen bin, hier ist übrigens eine Weggabelung, wenn wir den Onbo irgendwann kontrollieren können. Sind wir in der Lage, ihnen Befehle zu geben, in welche Richtung er gehen soll. Natürlich wissen wir trotzdem nicht so hundertprozentig, welcher Weg gut ist oder welcher Weg schlecht ist. Aber eigentlich geht es ja darum, wir sollen ja ein neues Zuhause finden irgendwann mit den Leuten, die auf diesem Onbo mitreiten. Und worauf die auch noch eingegangen, die hat sogar eine Gesundheit.
Der hat ein Müdigkeitslevel, ein Hungerlevel und ein Giftlevel. Später ist es so, dass wir den Onbo auch füttern müssen. Also wir produzieren auf seinem Rücken Nahrung für ihn, womit wir ihn füttern. Am Anfang ist es aber so, dass er ab und zu Nahrung findet in der normalen Welt. Und dementsprechend da seine Nahrung beziehen kann. Und schon haben wir eine kleine funktionierende Siedlung aufgebaut. Standardmäßig ist erstmal ein Zimmer und ein Steinmetz drin. Wir können auch Gebäude deaktivieren. Wir brauchen ein weiteres Zelt noch. Wir haben ja mehrere, also neue Leute aufgenommen. Können die auch schneller laufen von da hinten aus. Onbo gehend. Weil Onbo müde ist. So, ganz schön, dass sich das die Umgebung halt so verändert, dementsprechend wo wir hingehen. Wo der Onbo lang läuft. Ich glaube, einige sind Pflanzenwesen. Kundschafterhütte, das ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Dann kann man auf der Karte halt Expeditionen losschicken, um neue Siedler zu finden, aber auch um Ressourcen zu finden. Ich glaube, bei Onbo geht schlafen, ja. Ich will übrigens auch per Schnellkarte hier oben rechts zwischen den unterschiedlichen Ansichten wechseln. Schnell-Hotkeys, so. Ich denke mal, für die größeren Dinger wie die Felsen hier wird es später die Möglichkeit geben, Steinbruch dran zu bauen. Oder hier brauchst du halt ein Sägewerk. Da kannst du diese riesigen Baumstümpfe abarbeiten. Aber am Ende geht es alles, glaube ich, darauf hinaus, dass du mit eher mit Kundschaftern Ressourcen suchst, anstatt dass du auf dem Onbo hier die Ressourcen abgrast. Immer wieder. Dafür brauchen wir Holzbretter, die werden ja gerade hergestellt, genauso wie die Steinplatten. Entschuldigung, meine Nase tut immer noch recht weh am Punk sein. Wetter ist feucht, dadurch können wir mehr Wasser generieren. Ich hätte gerne noch einen Wassertank. Weil es gibt halt auch Wüstengebiete und in Wüstengebieten ist, wie heißt das? Wüstengebieten stehst halt natürlich und hast dann plötzlich kein Wasser. Wir sehen übrigens hier, wir können Bärenmüsli machen, wir können Rübensuppe machen. Hier besprechen, was wir verarbeiten wollen. Ist beides okay. Ziehen wir den hoch. So, wir haben noch 3 Arbeitslose, die wir zuteilen könnten. Dorfarzt haben wir schon erforscht. Der kann hier unten hin, weil wir ja einen Kräutergarten dafür bauen müssen und das müsste nachher mal hier im Gebiet sein. Kann auch nur auf Grasboden platziert werden.
habe ich übrigens noch nicht so 100% sicher, wie viel Felder der braucht. Beziehungsweise bewirten kann. Gerne, wie man Kakteen pflanzt und erntet. Kakteen sind eine alternative Wasserquelle in heißen Gebieten. Aber wir nehmen den Hornbläser. Weil der ermöglicht uns, Onbu Befehle zu geben, wenn er uns denn vertraut. Und zurzeit, also am Anfang, vertraut er uns eigentlich nicht. Weil wir sind einfach irgendwelche Parasiten, die auf seinem Rücken sachsen. Und er denkt sich einfach, what the fuck, wo habe ich mir das schon wieder eingefangen? Nein, Onbu ist ein super liebes Tier. Wir entfernen so gesehen Pilze, Dreck und alles Mögliche. Von seinem Rücken. Da ist nichts Negatives dran. Nein, das möchte ich nicht abmachen. Die Onbu-Stachel bleiben. Entschuldigung. So, mal auf Rübensuppe umstellen. Übrigens bleiben hier unten die Bären, nur weil das im Inventar drin ist. Und Onboard ist eine Nahrungsquelle gefunden, bis Pilze vom Boden. Und das passiert aber am Anfang noch häufiger. Später fällt das aber in unsere Arbeit, den Onbu zu füttern. Am Anfang gibt es halt nicht die Möglichkeit, dass wir was machen für ihn. So, Kundschafterhütten. Gewisse Hütten können nur in gewissen Bereichen der Siedlung gebaut werden. Wie zum Beispiel Kundschafterhütten müssen am Rand gebaut werden, weil die natürlich hier runterfliegen vom Onbu. Um dann Nahrungsmittelquellen zu finden oder halt Leute. In der Umgebung. Ich mache erstmal auf 10, 15. Ich aktiviere Gebäude, wie zum Beispiel ein Dorfarzt, bei dem brauchen wir wirklich nur, wenn Leute krank sind. Vielleicht werden die beiden Arbeitsstellen direkt wieder freigegeben. Den Kräuter brauchen nicht so viel Wasser. Und da ich aktuell ja keine Gefahr habe, dass Leute vergiftet sind oder sonst irgendwas, muss natürlich der Dorfarzt nicht aktiviert sein und Kräuterkunde kann so ein bisschen nebenbei laufen. Bietet Essen für Dorfbewohner in entlegenen Gebieten. Was soll denn entlegen sein? Hier ist doch alles um die Ecke. Ich denke mal, alle müssen in die Küche gehen zum Essen. Mit der Rübensuppe. So, einer schafft 5 Felder. Also würden 3 wahrscheinlich, will ich die 15 schaffen, die ich schon gesetzt habe. Das braucht auch noch seine Zeit. Haben wir den Kundschafter schon gebaut? Nein, fehlt ja noch hier.
Er schafft sogar mehr als 5 Felder. Die Kräuter. Ah, sehr schön. Da sind vergiftete Nomaden. Dann wird das erste Mal unser Dorfarzt was zu tun haben. So, nichts zu forschen. Maisanbau. Was ist los, Balthasar? Mein Hund guckt mich schon wieder an. So, sind die Dinger auch mal weg. Ich habe letztens, wie ein dekadenter Mensch, Starbucks Becher gekauft aus dem Rewe. Ist total überteuert und ich finde, die schmecken auch nicht so gut, wie als wenn du halt im Starbucks selbst wärst. Was ich auch schon sehr, sehr selten bin. Ich nehme schon immer ein paar Pilze mit, weil daraus kann man später das Onbo-Futter herstellen. Vor allem, weil diese Pilze mit der Zeit verfallen. Die halten nicht ewig auf der Oberfläche vom Onbo. Unsere Kundschafter sind fertig, jetzt können wir die immer wieder mal losschicken. Wie zum Beispiel zu diesem Schrein. Wo wir halt Wissen finden können. In 2D-Perspektive fasziniert mich ein bisschen. Auch das Wechseln vom Winkel zum Beispiel. Klar, es sind einfach nur an sich wie so ein früher so ein Pappbuch, was du aufklappst und dann kommen die Gebäude hoch. Da ist ja, sag ich mal, die Technik dahinter. Aber ist schon eine witzige Kombi, ey. Erlaubt die Arbeiter loszuschicken, um Onbo zu entgiften oder zu heilen. So, das ist die Entscheidung. Wir nehmen sie auf. Haben einen gesunden und zwei vergiftete Menschen. Und jetzt müssen wir den Doktor aktivieren. Wir sehen jetzt, dass nicht alle zufrieden sind, weil zwei von ihnen sind schwer vergiftet. Dadurch nimmt die Moral ab. Die Nahrungsmittelqualität müsste auch zwei erreichen. Damit die Leute happy sind. Ich denke mal, dafür müssen wir gleich den Koch ein bisschen, wir müssen zwei Köche einsetzen. Ich kriege 3% Zufriedenheit dazu. Wenn alle eine Nahrungsqualität von 2 haben. So, das ist übrigens ein Statuseffekt. Wir haben frische Luft, frei von Giftstoffen. Es kann nämlich auch sein, dass mal Giftregen existiert auf unserer Anlage und so weiter und so fort. Jetzt ist aber auch keiner mehr vergiftet. Jetzt können wir den Doktor wieder schließen. Und Ornbord einen Schlafplatz gefunden und steht in seinen Bärchen da unten. Hornbläser könnt ihr euch auch vorstellen, die müssen vorne platziert werden. Weil Ornbo möchte ja auch hören, wenn wir was zu blasen haben. So, Essensproduktion nimmt jetzt zu. Aber wir kriegen sogar plus 5% jetzt. Ich muss dran denken, das ist übrigens eine Sache, wo ich noch nicht keinen Flow für habe.
dass man die Kundschafter nicht vergesst, direkt wieder loszuschicken. Weil eigentlich müssten Kundschafter permanent unterwegs sein. Ihr seht den Mobs eh nicht erst. Diesen Kanal nicht kennt, der schwarze Mobs. Weil er meinen Ellenbogen fressen will. Und wo Futterkatapult erforschen. Da sind übrigens schon die Befehle. Die ersten drei, die wir können. Onbo-Befehlen zu gehen, eine Pause zu machen oder zu laufen. Aber Onbo vertraut deinem Befehl nicht. Ja, Arschkarte. Drei gesunde Menschen und zwei hungrige Menschen traten in mein Dorf. Qualität erreicht, Nahrungsmittelqualität wird es nach und nach. Guck mal, ob wir mit 6 Bauern mehr Felder anpflanzen können als die 20 bei 3 Bauern. Ich glaube, der Output erhöht sich dadurch nicht. Gib Onbo einen Befehl an der nächsten Kreuzung. Vorbei. Kleiner Giftwald. Ein kleiner Wald voller befallener Pflanzen erhöht die Giftigkeitsstufe und lässt giftige Pflanzen auf Onbos Rücken wachsen. Das wird die erste Herausforderung für uns. Was übrigens auch total ist wie in Nausicaa im Tal der Winde. Weil die haben auch Giftpflanzen befallen und da musst du halt die Giftpflanzen erledigen.
Ja, bin aber nicht sicher, ob die jetzt mehr Felder bewirten können. Die werden einfach nur ein bisschen schneller arbeiten an der Stelle. Können wir einen weiteren Transporter noch anstellen, weil zwei sind ja eh arbeitslos unterwegs. Die haben wieder nichts zu tun. Bergwerke mit Eisenerz. Brot haben wir gefunden in der Siedlung zum Essen. So. Leicht vergiftetes Luft erhöht die Giftigkeitsstufe. Rück runter. Aber jetzt kommen nämlich giftige Pflanzen, haben angefangen auf Onwood zu wachsen. Werden sie nicht schnell entfernt, breiten sie sich aus, infizieren andere Pflanzen, vergiften Dorfbewohner in ihrer Nähe. Entferne alle giftigen Pflanzen von Onwood mit Hilfe des Erntewerkzeugs oder eines Dekontaminierungsgebäudes. Der Dekontaminator muss zuerst erforscht werden und benötigt Brennstoff, um die Pflanzen zu verbrennen. Dafür sind die Angestellten völlig autonom und können im Gegensatz zu regulären Arbeitern, die diese über das Erntewerkzeug vernichten, nicht vergiftet werden. Denkt daran, das Prioritätswerkzeug zu verwenden, um giftige Pflanzen effizienter zu zerstören. Ihr seht auch, ein Problem ist, die giftigen Pflanzen zu finden am Anfang. Habe ich alle. Die letzte. Onwood ist müde, geh schlafen. Onwood akzeptiert meinen Befehl. Juhu! Dr. Proof bittet Onwood nach Süden zu gehen, soll er gehorchen. Übrigens, das ist die Twitch-Integration. Die habe ich schon angehabt, also gemacht. Aber wir sind ja gar nicht im Stream. Total nutzlos. Gerade. Durchgehend schwinden wir euch auf dem Onbo. Ah, jetzt schaffen sie doch mehr Felder zu bewirten. Ja, das Silo ist voll, das ist mir klar.
Übrigens ist das nicht schlimm, wenn ein Gebiet, wo gekundschaftet wird, also aus unserem Sichtfeld rausgeht vom Onbu. Denk mal, dass du später auch ein Gebäude bauen kannst, um das zu erweitern. Wie weit du sehen kannst. Vom Onbu aus. Wie ein Observatorium. Würde nämlich Sinn machen. Übrigens gar nicht mehr Felder, sondern die Rübenfelder sind einfach voll. Da liegen die Rüben drauf rum und keiner schafft es, die im Moment wegzuschaffen. So schnell. So, Hauptsache das Gift ist weg. Als nächstes könnt ihr eine Hütte erforschen. Steigert die Produktivität der Bewohner und bietet angemessenen Schutz vor giftiger Luft. Damit Dung von Onbu, der zur Herstellung von Biogas und Dünger verwendet werden kann. Onbu-Kacke macht alles besser. Wie hast du übrigens gerade gesehen, dass die Distanz schon wichtig ist fürs Kundschaften. Wenn etwas relativ nah zu uns steht, braucht der Kundschafter kürzer. Entschuldigung. Erstmal schließen und das Onbo-Futter, also die Produktionsstelle dafür, lassen wir einarbeiten. Haben wir noch einen Arbeitslosen. Entschuldigung. Wir brauchen echt 20 Pilze für ein Onbu-Futter. Onbu ist gut was. Na komm, aufstehen, weitergehen. Doktor kann überall hingebaut werden.
Bevölkerungsstufe Zeltlager. Wie man vielleicht auch gerade merkt, das Spiel überlässt sich mir jetzt selbst schon. Aber es gibt keine neuen Aufgaben, die jetzt kommen. Für weitere Erklärungen, weil wir ja so gesehen jetzt diese Zeltstufe... Ja, Zeltstufe erreicht, das waren wir ja vorher auch schon, aber wir können halt den Onbo jetzt füttern. Können produzieren unsere eigene Nahrung, können Kundschafter aussenden, um neue Bevölkerung zu finden. Und können ihn sogar heilen mit dem Doktor. Wenn du halt hier die Interaktion hast. Ne, hier mit dem Füttern, der Ondo-Doktor oder den Hornbläser. Ich weiß nicht, ob man später mehr Hornbläser bauen sollte, damit der noch eher auf einen hört. Also man tötet ihn zu Tode, gefühlt. Aber sei, ja, das ist ein Hinblick auf die Zukunft. Ja, an der Stelle sage ich mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist auf jeden Fall The Wandering Village. Ein cooles Konzept, was natürlich sich dann auch so ein bisschen entfaltet mit der Zeit. Forschungstechnisch ist ja noch viel zu tun, ein bisschen was mit den anderen Gebieten auch noch zu tun hat. Auf jeden Fall ein Blick wert. Ich weiß auch schon, es wird circa 24, 25 Euro kosten. Mit einem 10% Discount. Ich glaube zum Release jetzt. Vom Early Access. Schnickes kleines Indie-Aufbauspiel. Definitiv. Wenn ihr die Entwickler unterstützen wollt, kauft das Spiel. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei dem Vorstellen eines anderen Indie-Spiels schon bald wieder. Und bis dahin, alles Gute. Euer Imperator.